Jo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren LS15 Mod-Vorstellung. Diesmal, ja, Nummer 40, wie wir es schon immer gehabt haben. Zuerst die Zahl und dann der Rest. und zwar kommen jetzt ein paar besondere Mod-Vorstellungen. Ihr habt sie alle gesehen. Die Contest-Mods sind zum Download verfügbar, sind extra auf ModHub in der eigenen Kategorie. Und da sind echt ein paar wirklich, wirklich geile Mods dabei und ich konnte noch nicht alle antesten, gerade gestern runtergeladen und heute jetzt dann zwei bis jetzt angetestet. Das ist jetzt eben der zweite und von dem mache ich jetzt gleich ein Video, weil beim anderen mag ich mich noch mehr damit beschäftigen. Aber das tut nichts zur Sache. Eben willkommen zur 40. Mod-Vorstellung, aber der ersten von den Contest-Mods. Und hier haben wir den Krone Big X 580 und der hat mich besonders angesprochen, weil es ist immer so bis jetzt gewesen, es gab nur große Häcksler, also wirklich im Sinne von groß und in-game sehr, sehr teuer. Also vor allem für Singleplay, die eher Wert darauf legen, nicht unbedingt das Geld zu cheaten, sage ich jetzt mal, ist das natürlich eine Anschaffung, wo man sich denkt, Zappalot, da muss ich ja wirklich, wirklich einige Stunden spielen, um das zu erreichen. Aber mit dem hier, mit dem Freund hier, mit dem kleinen Bruder des großen Krone Big X sozusagen, ist das viel einfacher möglich, denn der kostet nicht so viel. Hat natürlich auch weniger Leistung und weniger Durchschlag, sage ich mal, oder Umsatzkraft, wie man halt immer dann das Ganze benennt. Aber das macht ja nichts, man kann häckseln und das ist ja das Geile an dem Ganzen. So, wir fangen wieder an im Shop. Bin etwas heißer. Genau, Kategorie Mods, Erntemaschinen, dann haben wir hier gleich Krone Big X 580, das wäre zum Beispiel der große, der 1100. Und der kostet 157.536 Euro bei 585 PS. Ja, da kann ich nur sagen, im Vergleich zu hier ist definitiv ein Unterschied. Obwohl, wenn man hier nochmal vergleicht, ist nochmal ein Unterschied. Ne? Der Glas kostet nochmal eine Spur mehr. Also jetzt nur so vom Preis her. Ja, Fruchtarten. Wir wissen ja, was wir verarbeiten können. Schneidwerke haben wir eben hier noch das Krone Easy Collect 57, das ist etwas kleiner, weil das Easy Collect 1053 ist eben mit Arbeitsbreite von 10,50 m größer. Und da fällt mir schon was auf, die Arbeitsbreite fehlt hier, ja. Shop wäre sonst super, aber die Arbeitsbreite fehlt hier. Das ist natürlich nicht so leibend, sage ich jetzt mal. Ich weiß gar nicht, die X-Disc müsste man natürlich auch ankoppeln können, beziehungsweise auch hier die originale X-Disc müsste man bestimmt auch anhängen können. Oder das hier, weiß ich gar nicht. Müsste man probieren. Ich will hier eben in der Mod-Vorstellung von den Contest-Mods nur eine grobe Vorstellung machen und wie es sich damit spielt und Fahrverhalten, keine Ahnung, wie auch immer, also die Spielweise mit dem Mod selber überlasse ich euch. Da will ich jetzt gar nicht zu lange Videos machen, weil sonst verbringt ihr mehr Zeit mit Angucken als mit Zocken und da hat ja niemand was davon. Ja, also Shop passt soweit, bis auf das, dass Arbeitsbreite eben nicht angegeben ist, ist ein bisschen schade. Wir schauen jetzt mal in die Log. Die Log ist fehlerfrei, ich habe ja auch einen Screenshot drin stehen für das Thumbnail. Ja, passt perfekt. Passt, passt, passt. Jetzt machen wir mal einen optischen Check. Mal Licht anmachen, um Verpixelungen zu erkennen. Und da muss ich gleich mal sagen, also ich glaube, da braucht man gar nicht allzu lange gucken. Ich meine, hier haben wir wieder schon eine krasse Spiegelung, sage ich jetzt mal. Das ist ein Glanz eben. Glanz trifft es eher, Spiegelung ist nicht das richtige Wort. Hier ist ein bisschen verpixelt hier mit dem Warnbalken im eingeklappten Zustand. Und hier eben glänzt es ein bisschen. Aber der Big X selber hat eine geile Textur, also wirklich, die Verarbeitung ist schon sehr, sehr nice. Bei mir zuckt jetzt da auch ein bisschen. Die Frames sind nicht optimal momentan, aber wurscht. Ja, was soll ich dazu sagen? Also die Textur ist, wie gesagt, sehr, sehr hübsch. Also da kann man gar nichts sagen. So, wir steigen ein. Das ist übrigens gleich mal direkt die Standardansicht beim Einsteigen. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt die Ansicht geändert hätte. Nein, man hat gleich eine Innenansicht. Blenden wir mal HUD ein, starten wir mal die Motoren. Loading Data, da kommt gleich ein schöner Bildschirm. Meine Fresse.
Und ich kann hier CMT erkennen, das Logo unter dem Bildschirm. Also, was sagt uns das? Richtig, ein Czech-Mod-Team-Mod. Klingt jetzt komisch, ist aber so. Ja, Handbremse raus. Shuttle-Mod geben wir mal gleich mal raus, weil ich habe gerade eine Tastatur in den Griffen. So, was haben wir noch? Radio ausschalten. Ja, das kennen wir. Das mit Radio und Klima kennen wir von wo, oder? Richtig, vom Ferguson. So, eine Iris haben wir auch, dass es uns nicht blendet. Die ist aber niedlich. Niedlich klein, würde ich jetzt mal behaupten. Aber schick. Auf jeden Fall, die Anzeige ist sehr, sehr geil. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt irgendwo eine Tankfüllung. Das rechts ist die Drehzahl. Wir haben jetzt einen Standgas eben von 1000. Und links die km/h. Es ist ein bisschen verschwommen und verpixelt, sage ich jetzt mal. Aber man kann hier auch die Tür so aufklappen, dass einem nicht heiß wird, sozusagen. Wie ist jetzt hier? Das ist auch sehr, sehr schick. Hier kann man die komplett öffnen. Das sieht auch sehr gut aus. Das sind sehr schmale Glastüren, das muss man sagen. Sehr schmale Glastüren, aber die halten das schon aus. So, also Innenraum auch mit animierten Joystick. Und beim Rückwärtsfahren blendet sich eine Fake-Rückfahrkamera ein. Schade. Ihr seht hier rechts. Da passiert leider nichts. Also nichts für uns. Nur so. Schade. So, wir schauen nochmal auf den Display hier. Die Touren gehen hoch auf 2000. KMH-Anzeige schnellt auch hoch. Ja, der zieht schon ordentlich. Hat maximal 43 km/h, würde ich jetzt mal behaupten, aufgrund der maximalen Einstellung vom Tempomat. 40er Tafel ist hinten oben. Fahren tut er sich. Ich habe gerade vorhin gesagt, ich mache keinen so vom Fahrverhalten etc. Und ich tue es trotzdem. Ja, da wird man schon wieder dazu verleitet. Das ist echt schlimm. So, wir schauen jetzt noch rundum. Kennen wir Standardbelegung, Blinker links, Blinker rechts, sie sind sehr zart, dafür eben zweimal oben und unten, wie man hier sieht. Und vorne auch, passt. Warnblinkanlage funktioniert dann auch, wenn der Rest funktioniert, sehr gut. Rohr ausfahren auf O. Das klappt auch. Auch wenn er ein kleiner Häcksel ist, ist er trotzdem groß. Also das muss man schon mal behaupten. So. Maispflücke aufklappen. Dann geht hier eben der Transportschutz geht eben weg. Dann klappt sich das Ganze sehr, sehr schön auf. Hier mit schönen Zylinder, alles animiert. Dann klappt sich das hoch und das in der Mitte runter. Ja, und dann geht es eigentlich ja schon los. Dann kann man noch rausfahren. Dann braucht man hier nur noch Maispflücke. Ach, da muss man wieder retour schalten, Ernte anschalten und dann geht es schon dahin. Genau. Ja, geiler Sound. Braucht man auch, glaube ich, gar nicht drüber reden. Auspuffqualm ist hier begrenzt gehalten, sage ich jetzt mal. Also hier so seitlich sieht man ein bisschen was. Der bläst fast in die verkehrte Richtung. Das bläst in die verkehrte Richtung. Aber das sind schon wieder ganz, ganz viele kleine Details. Ist ja auch wenn Czechmod den wirklich geniale Mods raushaut, man findet immer irgendwo etwas. Je mehr Augen drüber sind, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler auftreten. Aber ja, es ist so. Ja, hier auch alles schön animiert. Da kann man gar nichts sagen. Also wirklich ein rundum feiner Mod. Auch für den kleineren virtuellen Landwirt, da die Anschaffungskosten ja nicht sehr hoch sind. So, Lichttest noch. Okay, auf F haben wir hier ein ganz normales Abblendlicht und Arbeitslicht. Vorne, hinten und hoppala. Aha, ein Pipelicht. Also das Arbeitslicht hinten ist zweimal angegeben. Also das eine müsste eigentlich Pipelicht heißen, weil Arbeitslicht hinten auf 6 und auf Numpad 4 das Pipelicht. Dann wäre es korrekt auch angegeben. Aber nichtsdestotrotz
von mir eine klare Empfehlung. Download-Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, einfach einen Daumen nach oben, um keine Mod-Vorstellungen, vor allem speziell die Videos von dem Mod, also von den Contest-Mods zu verpassen. Einfach abonnieren. Wir hören uns beim nächsten Video. Ich bin raus. Tschüss, ciao und bye bye.